Ein herzlicher Gruß aus dem Bundesjugendministerium an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es ist gerade keine einfache Zeit für die junge Generation. Viele junge Menschen müssen auf viel verzichten, sich einschränken können, Pläne, die sie gemacht haben, nicht verwirklichen. Umso wichtiger ist es, dass die Politik auf die junge Generation hört, dass wir beteiligen, zuhören und die Interessen, die für Jugendliche und junge Erwachsene wichtig sind, auch vertreten. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich euch heute ein neues Vorhaben unseres Bundesjugendministeriums vorstellen kann, das dazu einen Beitrag leistet. Das Jugendbudget. Es ist ein wichtiger Baustein der Jugendstrategie der Bundesregierung. Mit dem neuen Jugendbudget stellen wir im Jahr 2021 1 Million Euro bereit, um Projekte, die von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt wurden, zu verwirklichen. Und die wir gemeinsam mit Jugendlichen umsetzen. Das Neue dabei ist, wir legen die Entscheidung, wofür das Jugendbudget ausgegeben wird, in eure Hände. Denn ihr wisst am allerbesten, was ihr braucht, um euch entfalten zu können. Dazu findet am 19. und 20. Februar ein digitaler Ideen-Hackathon statt. Bis zu 500 junge Menschen können mitmachen und gemeinsam innovative Ideen für die Handlungsfelder der Jugendstrategie entwickeln. Vielleicht wollt ihr dafür sorgen, dass Jugendliche auf dem Land schneller von A nach B kommen. Oder ihr habt eine gute Idee, wie digitale Bildung noch besser gelingt. Oder ihr wollt die Kommunikation zwischen Jugend und Politik verbessern. Reden mit denen, die reden, reden. Der Hackathon ist die Chance, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und Jugendpolitik auf Bundesebene direkt mitzugestalten. Meine Einladung an euch, meldet euch an bis zum 15. Februar unter www.jugendbudget.de und egal ob allein oder als Gruppe, ihr könnt dabei sein. Die einzige Voraussetzung, ihr seid zwischen 12 und 27 Jahre alt. Gefördert werden am Ende die 10 besten Projektideen mit jeweils bis zu 100.000 Euro. Welche das sind, werdet ihr in einer Online-Abstimmung später mitentscheiden. Ich freue mich auf eure Ideen. Ich lade euch herzlich ein. Seid kreativ, lasst euch was einfallen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wer weiß, vielleicht wird aus der einen oder anderen kleinen Idee ja mal was ganz Großes.